Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Bum36. Und wenn der Titel endlich erscheint, kann ich euch sagen, wie das Spiel heißt. Ja, es ist Obscure 2. Ja, ich mache jetzt ein Let's Play zu Obscure 2. Das Spiel wird wieder komplett blind sein. Und ich kenne nichts. Ich kenne nur den ersten Teil. Wie der zweite Teil verläuft, keine Ahnung. Wow. Soll das jetzt der Anfang vom Intro sein oder was soll das sein? Oh, okay. Gut, da stellt was anderes dar. Aber es war eine geniale Idee, also soll ich das Intro auch angefangen, wenn es das Intro gewesen wäre. Ja, du liest gerade meine Memory Card, das ist gut. Ja, da hier wahrscheinlich bestimmt auch ein Intro vorhanden sein wird, werde ich jetzt euch die Rückseite von dem Spiel vorlesen. Oh, habe ich eigentlich die Hülle? Moment, ich hole mir schnell die Hülle, denn ich muss sowieso wieder labern im Intro, denn sonst ist man jetzt gesperrt, wenn nicht gelabert wird. Und deswegen röhle ich jetzt ganz laut, damit ihr mich hören könnt, denn ich hatte mein Headset nicht auf. So, jetzt habe ich es wieder auf. Und zwar, auf der Rückseite steht... Ja, ich mache gerade meine Hülle auf, weil da ist nicht noch das Häppchen drin, das brauche ich bestimmt auch unter dem Let's Play. Wer weiß, wer weiß. Also, Obscure 2. Vor 2 Jahren wurde eine Gruppe Teenager in ihrer Schule eingeschlossen und von grauenhaften Kreaturen verfolgt. Einige überlebten diese schrecklichen Nacht, andere nicht. Das haben wir ja miterlebt. Jetzt haben die Überlebenden wieder zurück in ihr Leben gefunden und besuchen die Universität. Doch irgendetwas stimmt nicht. Plötzlich wachsen überall auf dem Campus seltsame Blumen, die eine gefährliche Substanz enthalten. Blumen, die eine gefährliche Substanz enthalten, okay. Welche seltsame, aber sehr lebendige Träume auslöst. Eine Handvoll Studenten findet heraus, dass hinter diesen Blumen mehr steckt, als es den Anschein hat. Als die Samen schließlich keimen, verwandelt sich ein böser Traum plötzlich in eine furchteinflößende Realität. Ja, hier sehen wir das Intro und eine wieder ganz viele Personen, die wir wahrscheinlich alle spielen dürfen. Und das ist bestimmt sehr interessant und ich bin schon gespannt, wie dieses Spiel so hier verablaufen wird. Denn im letzten Teil, wenn der eine Person, also der einen, anscheinend spielen wir es immer noch zu zweit, kann man immer noch zu zweit spielen. Schon im letzten Teil wurde, wie sage ich das jetzt? Schon im letzten Teil wurde gezeigt, dass wenn man der andere stirbt, dass man auch weiterspielen kann, was ich jetzt allerdings doof fand. Hoffentlich ist das in diesem Teil nicht so und wir haben alles an, okay. Die Tasten möchte ich alles selber herauswenden, so schwer kann das ja nicht sein. Helligkeit brauche ich nicht schauen, also ich würde sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Ein Spieler, zwei Spieler? Ja, man kann es auf zwei Spieler spielen, ich mache es auf einen Spieler, denn ich habe hier niemanden, der neben mir sitzt und muss mit mir zusammenspielt, also mache ich einen Spieler. Du beginnst das Spiel im Einspielermodus. Als welcher Spieler kann jederzeit mit dem Spiel beitreten, indem er die Schalttaste, der Analog-Controller, dem Eingang Nummer 2 ist betätigt. Wack, wack, wack. Ja, das wissen wir. Das war auch im ersten Teil so. Okay, fangen wir mit dem ganzen Anfang an. Auch hier werde ich wieder ganz viel labern. Denn sonst sperrt YouTube das und das wollen wir alle nicht. Und was ist das? Eine Blume? Diese Blume, von der gesprochen war, auf der Hinterseite? Oder könnte das anderes sein? Keine Ahnung. Ja, also die wunderschönen Zwillinge, die mir damals das Leben vermisst haben. Und mich umgebracht haben. Das war schön. Ah, hier im Heftchen steht noch was Interessantes drin. Und zwar, was zuvor geschah, das werde ich euch noch vorlesen. Und dann wird ja einiges über die Figuren, die wir finden werden. Aber ich werde nicht alle vorlesen, die Figuren erst dann, wenn ich sie gefunden habe. Dann werde ich dann vorlesen, was hier in dem Heftchen steht. Aber ich kann jetzt euch noch vorlesen, was hier steht. Obscure, was bisher geschah. Vor 2 Jahren wurde eine Gruppe junger Teenager an die Lymphons High School in ihrer Schule eingeschlossen und von Monstern verfolgt, die durch biologische Experimente des verrückten Rekords der Schule... des verrückten Direktors der Schule Herbert Friedman erschaffen worden waren. Einige überlebten das schreckliche Nacht, andere nicht. Um Rache für ihre Freunde zu üben und den Albtraum zu beenden, töteten sie Friedman und nahmen an, dass der Horror damit vorbei war. Mittlerweile haben die Überlebenden ihr altes Leben zurückgefunden. Die meisten besuchen eine Universität in der nahegelegenen Stadt Falkirk.
Aber irgendetwas ist faul an dieser Universität, denn plötzlich wachsen überall auf dem Campus seltsame schwarze Blumen. Bei Experimenten mit diesen Blumen in einer Unterrichtsstunde wird eine gefährliche Substanz entdeckt, die seltsame, aber lebhafte Träume auslöst. Einige Studenten finden heraus, dass mehr als erwartet hinter diesen Blumen steckt. Als die Samen schließlich keimen, wird ein böser Traum plötzlich eine schreckliche Realität. Ja, das ist das, was noch im Heftchen steht. Und wir dürfen jetzt hier anscheinend diese zwei Personen steuern. Und wir steuern gerade den Jungen. Und wie kann ich was machen? Eine Waffe habe ich noch nicht. Was ist das? Okay, das ist nichts. Das habe ich auch nichts. Und wechseln müsste ich doch eigentlich mit einem... Kann ich mit Kreis? Viereck? Nein. Das ist Dreieck? Nein. Okay, Kreis? X? Okay, X ist, weil wir das schon was untersuchen. Hier ist Bett. Was ist denn das für einer? Alles klar, also wir wissen auf jeden Fall schon, dass das hier May ist. Also, wen habe ich denn da? Der eine heißt May und der andere heißt. Ich denke mal, dass der andere... Auch den Namen werden wir schon noch rausfinden. Aber auf jeden Fall kann ich euch schon mal May vorlesen. Obwohl, habe ich ein Menü? Nein, habe ich auch nicht. Okay, egal. May. Mei Wang ist Yuns Zwillingsschwester, ein wunderschönes asiatisches Mädchen, aber so süß wie eine Zitrone. Sie ist eine Hardcore-Spielfan. In diesem Bereich ist ihre Schwester ihre einzige Rivalin. Mei hat außerdem die Angewohnheit, alle Kommunikations- und Sicherheitsgeräte zu hacken, die in Reichweite ihres PDAs kommen. Mei ist Koi Wilders Freundin. Ja, ich glaube, der andere ist Koi, den wir gerade spielen. Ja, das ist er auch. Koi. Eins, oder? Ach, ich... Doch, das ist es schon. Ein Skater, der Schmerzen kennt und gerne auf alles Mögliche hochklettert. Außerdem hat er sich daran gewöhnt, häufig zu fallen und sich die Knochen zu brechen. Aber im Laufe der Zeit ist er akrobatischer geworden, sodass ihm jetzt immer weniger zustößt. Er ist völlig verrückt nach Autos und liebt sein Fahrzeug genauso sehr wie seine Freundin May. Ja, das sind die ersten zwei Personen, die wir haben. Also wir steuern hier, warte, wie heißt der nochmal? Warum muss das einen doofen Namen haben? Grotten, warte auch immer. Okay, ich glaube, wir tun mal, ich kann hier nichts machen, was ist das? Nichts, okay. Also die meisten Gruppen ist wahrscheinlich erst dann, wenn wir, wir haben gerade gewechselt. Oh gut, jetzt weiß ich nicht, wie man wechseln kann. Also ich steuere jetzt mit May, also untersuchen. Die gleiche Chaos herrscht in Koi's Zimmer. Wo sind wir gerade? Nicht in seinem Zimmer? Man kann durch das Fenster in den Garten des Campus sehen. Okay. Koi's Bett. Es ist so weich wie der Zimmerboden eines Schwimmbades. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch die Tür. Und wir spielen hier May und müssen anscheinend irgendwo hinkommen. Hallo? Nur weil die deine Kamera ausgeliehen hat, bist du gleich sauer oder was? Suche Schlagzeuger für Rockband. Gute Schlagzeugkenntnisse, langes Haar und eine außergewöhnliche Toleranz. Hinsichtlich Alkohol erforderlich. 555-785-645. Oh Gott. Schreiben wir uns das mal auf. Ich nehme mal hier einen Stift und einen Zettel. Einen Zettel. Ja, hier ist ein Zettel und hier habe ich einen Stift und die Nummer lautet 555-785-645. Ich komme gerade wie eine Nummer von ICQ, denn da kriegt man auch so sechsstellige Zahlen mit Strichen zwischendrin, ja. Neunstellige Zahlen wollte ich sagen. Verdammt, egal. Ich würde sagen, was ist hier? Schauen. Zu verkaufen. LTD Wagenmodell 1975. 300.000 Kilometer durchschnittlicher Zustand. Jedoch mit breiten Rücksitzen, die für kreatives Turnen, egal wo und wann, geeignet sind. Säubern und erforderlich Preis auf Verhandlungsbasis. Oh Gott, muss ich das jetzt alles aufschreiben? Ach, ich schreibe es aber auf. 5, 5, 5, 9. Das war 5, 5, 3, 6.
4, 4, 5, 2. Also neues Auto, Auto, Auto. Und das andere war was? Ach so, Schlagzeuger. Ja, Schlagzeuger. Das andere war Schlagzeuger. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Schlagzeuger. Aber man weiß ja nie. Denn es ist ein Blind Let's Play. Und deswegen schreibe ich es jetzt einfach sicherheitshalber auf. Und... ja, so sieht es halt aus, wenn man seine Freundin nicht die Kamera gibt. Also wie im ersten Teil lauert hier jeder ganz gerne anscheinend. Alles klar. Was ist das hier? Wir sollten nicht einfach so Häuser von fremden Leuten betreten. Oh meine Fresse. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da. Dort ist niemand. Wir sollten hier einfach so Häuser von fremden Leuten betreten. Öffnen wir da diese Tür hier, durch die wir anscheinend durch können. Und die zwei labern andauernd zusammen. Öffnen. Sie ist verschlossen. Oder das Zimmer benutzt... Sie müssen im Unterricht sein. Hä? Okay, alles klar. Warum taucht da ein unterschiedlicher Text auf? Sie müssen im Unterricht sein. Okay. Auch egal. Ihr könnt ja das Video stoppen und den anderen Text lesen. Ich kann nicht mehr lesen. Schauen. Heute Morgen, Donnerstag, den 3., habe ich ein rosanes Spielzeug in meinem Bett gefunden. Die Person, der es gehört, kann es im Zimmer 206 abholen, muss jedoch erklären, was in der Nacht zum Donnerstag passiert ist. Carly. Okay. Ich habe bereits versucht, diese Maschine zu hacken, aber sie ist außer Betrieb. Anforderung für Stundenpaare. Was für Studentenpaare? Bitte vergesst nicht, dass die Schalldichte der Zimmer in diesem Studentenheim fast nicht existiert. Und dass es noch Personen gibt, die bis nach der Hochzeit auf dieses Vergnügen warten wollen und nicht von anderen in Versuchung geführt werden wollen. Danke. Sie ist verschlossen, sie muss im Unterricht sein, alles klar. Wo muss ich dann lang? Ich glaube, wir probieren mal die Tür. Die Tür ist blockiert, alles klar. Und da knutschen wir wahrscheinlich... Oh, ich kann sie ansprechen. Ah, also was sagt du dann, was sagst du dann zu dem Mann? Alles klar. Was ist mit der Tür? Oh, ich kann die öffnen. Okay, und wer ist dieser Typ und wer sind die anderen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde nicht einfach an irgendwas riechen, was du gar nicht kennst. Aber von mir aus, wenn du meinst, riech an irgendwas. Was? Den kenne ich doch, oder? Ja, Kenny! Ah, Kenny und Shannon, oder? Gibt's die auch wieder? Cool. Die mag ich ja echt gern. Die habe ich schon im ersten Teil kennengelernt. Ja. Riecht doch nicht einfach an irgendeiner Pflanze oder was auch immer das ist. Teepulver? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der riecht an Teepulver und ja, und denkt sich nicht dabei. Ja, das passiert dann, wenn du total high bist. Jungs. Okay, egal. Wo bin ich eigentlich? Ich bin in einem Wald und habe keine Karte. Ich bin hier nicht in Silent Hill. In Silent Hill gibt es eine Karte hier, aber nicht. Da blinkt was. Nehmen. Schläger. Ein Schläger. Okay. Ausrüsten kann ich so und schlagen. Wie kann ich schlagen? So. Oh. Ui, cool. Okay. Oh. Ich kann Kombinationsangriffe machen. Okay. Wusste ich jetzt gar nicht. Also, was sind die anderen Tasten? Also, jetzt muss ich ja mehr aufrufen können. Okay, also wenn ich auf Start klicke, dann komme ich hier. Komme ich weiter mit der Story. Kann ich einen Spielstand laden? Okay, anscheinend... Kann ich mir Bugs rechnen oder was? Okay. Na egal. Jetzt sagen wir, laufen jetzt einfach mal weiter. Ach, das ist Wasser. Oh! Ja. Orientierung. Oh, May ist auch hier. Seven? Wer ist Seven? Okay, egal.
Also ich könnte jetzt auf sie wechseln, aber es wäre Schwachsinn, denn ich habe die Waffe in der Hand. Also der besser gesagt, der Kerl hat die Waffe in der Hand. Was ist das? Kann ich das kaputt schlagen? Ich werde. Oh Gott. Du sagst es. Oh mein Gott. Okay, dann schlagen wir einfach nur uns den Weg frei. Lalalalala. Sicher, sicher. Ah! Ich sehe nichts. Hey, hey! Ja, scheiße, ja, ja. Hier liegt nichts mehr. Hier auch nicht, okay. Dann müssen wir uns jetzt nach unten zu steigen. Oh, eine Leiter. Und was wird uns unten erwarten? Ich weiß es nicht. Ja, schöner Arsch. Und... wo habe ich jetzt die Taschenlampe her? Nur so mal als kleine Frage. Na, von mir aus. Okay, laufen wir los. Wird das wieder so ein obskure 1 sein, dass ich die dann verbinden muss mit einer Pistole oder so? Ach, egal. Was ist das? Oh mein Gott. Einfach weiterlaufen. Lalalalala. Oh Gott, oh Gott. Oh je, meine. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Ja, okay. Ich denke mir jetzt nichts dabei. Ich laufe einfach weiter. Oh, was war das? Ein Geistgesicht? Irgendwann so... oh Gott, ey, Alter. Alter. Was? Warum ist sie verschwunden und... wer ist June? Egal. Laufen wir einfach weiter. Boah, zumindest so ein Geistgesicht. Also bitte. Bin ich jetzt hier ein Project Zero oder so? Also, jetzt reicht's mal langsam. Oh! Was? Okay. Ja. Was? Okay, also ich... das ist ein bisschen verwirrend hier. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich hab, wie ich... oh, ich bin aber jetzt hinten hinaus. Ich habe eh schon 2 Videos draus gemacht. Oh, lalalala. Egal, dann muss ich jetzt darauf achten, dass ich nur noch 3 Minuten aufnehme. Egal, macht ja nichts. Moment mal. Warum habe ich jetzt eine Strohflinte in der Hand? Das ergibt keinen Sinn. Und warum hat sie auch jetzt eine Waffe? Das ergibt wirklich keinen Sinn. Bist du fertig mit Labern? Amy? Hä? Und wer ist jetzt Amy? Schauen. Oh mein Gott. Wow. Unser erstes Monster, oder was? Alter. Oh, lad nach. Sagt mir jetzt nicht, die ist tot. Wo bin ich? Was mache ich jetzt auf dem Klo? Bin ich gerade von der Klospülung hier hochgetrieben worden oder was? Oh mein Gott. Ich sehe alles verschwommen. Oh Gott. Ja, du bist total high. Schau mal in den Spiegel. Komm, feier mit uns heute Abend im Raum 200. Alles klar. Ich wollte es eigentlich nur anklicken. Oh, das, die Toilettentür ist zu. Leer, wollte ich sagen, nicht zu. Leer, ich glaube, ich muss einfach irgendwas finden, wo ich am besten ihn heilen kann. Oh mein Gott. Wer ist mit Leitungswasser? Komm, trink. Ach komm, vergiss es. Dann verlass doch dieses Haus und such nach May. Oh Gott, hoffentlich ist die jetzt nicht tot. Das wäre total, total blöd, wenn die jetzt tot wäre. Und ich sehe gerade, meine Zeit ist total. Lässt zu wünschen übrig. Ich habe eh schon 2 Videos draus gemacht. Na toll. Das ist ein bisschen einfach mein Let's Plays. Egal. Schauen. Habe ich das nicht schon gelesen? Ja, das habe ich schon gelesen. Okay. Oh Gott. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Ich habe doch keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Pause. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao.